So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und das ist die erste Folge Ramses Kitchen im neuen Setting. Ich möchte das jetzt wirklich einfach mal ausprobieren, wie das ist mit den Scheinwerfern, mit den Softboxen, ob das Essen dann besser aussieht, ob man dann alles erkennt, weil in der Küche ist ja die Beleuchtung immer so schlecht und es ist dann alles so rauschig und komisch, deswegen wollen wir das jetzt mal hier machen und vielleicht, wenn das gut ankommt oder das einfach mir gefällt, werde ich das dann so beibehalten, dass ich mich überhaupt nicht mehr hier aus dem Schlafzimmer rausbegeben muss. Bestell dann einfach auch nur noch Essen hierher und das war's. Auf jeden Fall habe ich vorhin mal in den Kühlschrank geguckt und da ist mir was aufgefallen. Neulich habe ich nämlich gedacht, hattest du nicht noch was gekauft? Wo ist das eigentlich hin? Das hast du doch gar nicht gegessen, oder? Und dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und habe gesehen, oh mein Gott, da ist es ja, ist sogar schon abgelaufen. Und das ist nämlich Salami, aber nicht irgendeine Salami. Wir haben ja schon mal Salami getestet, diese Extreme Hot Salami. Aus dem Netto. Und jetzt habt ihr hier Bienvenido Mexico Coquina Mexicana Salami. Einmal mit Chili con Carne Würzung und einmal mit Jalapenos. Aber Salami alleine braucht man ja nicht probieren. Also, ungelogen, habe ich es einfach so gemacht. Ich habe ja immer noch so viele Dosen, 5-0er Dosenbier übrig vom Videodreh mit Isbo von unserer krassen Aktion zu 500 Abos, 500 Dosen Bier im Edeka gekauft. Darauf erstmal Bierchen auf und habe ich gedacht, was brauchst du dazu natürlich? Zwei Semmel, dass du auf jeden Semmel komplett einmal die ganze Wurst legst. Und da ich ja immer so ein Sparfuchs bin und kein Geld ausgeben möchte, habe ich mir gedacht, stehe ich früh auf, trinke einfach mal zwei Dosen 5-0er, Dosenbier leer und dann gibst du die zwei Dosen ab, hast genau die 50 Cent zusammen für die zwei Semmel. Richtiger Hustle-Lifestyle, wie ihr seht. Leider waren die Semmel im Angebot, so haben die statt 25 Cent 20 Cent gekostet, sprich ich habe sogar noch 10 Cent wiederbekommen, obwohl ich dachte, das geht genau auf, mit dem Pfandzettel zwei Dosen abgegeben, zwei Semmel geholt, damit ich jetzt die Salami testen kann. Deshalb Grüße an Isbo. Durch deine krasse Aktion finanziere ich gerade einfach mein ganzes Leben. Immer wenn ich Geld brauche, trinke ich einfach Bier, damit ich dann den Pfand habe zum Abgeben, das waren ja auch 150 Euro, 170 Euro Pfand oder so, die dann da rausspringen im Endeffekt. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier vorbereitet, zwei Brötchen. Aber ich möchte euch trotzdem die Salami nochmal zeigen. Mit der Packung zusammen, das lege ich mal hier unten hin. Hol mal die Kamera runter, das müsste ja jetzt so gehen mit dem Tisch, hoffe ich. So, da also zwei Brötchen. Ich habe extra jetzt nicht die malzgebackenen genommen, weil die normalen hellen waren jetzt im Angebot. Und hier seht ihr... Bienvenido Mexico, Coquina Mexicana, Salami mit Jalapenos. Die sieht also schon einigermaßen interessant aus, könnte man denken. Und auf der anderen Seite natürlich Salami mit Chili con Carne Würzung. Da seht ihr Mais, da seht ihr Bohnen. Da sieht man auf jeden Fall einen größeren Unterschied. Die wollen wir jetzt aufmachen, wollen die natürlich dann auf das Brötchen, die ganze Packung da drauf, die ganze Packung da drauf, das probieren, wie das schmeckt. Ich denke mal, das kommt sicherlich nicht an die Schärfe von der Extreme Hot ran, ist aber auch egal. Man muss es ja nicht, immer übertreiben. Und da ist schon die ganze Packung auf, obwohl ich sie noch gar nicht aufmachen wollte, weil einfach die ganze Seite eingeschlitzt ist. Aber zuerst schneiden wir mal das Brötchen auf. Dazu habe ich hier so ein richtig cooles Messer und alles krümelt auf den Boden. Oh mein Gott. Deswegen wollte ich hier auch so eine richtig coole Unterlage haben. Da der Adi freut sich. Der wird nämlich gerade zugekrümelt. Das andere machen wir auch gleich hinterher. Ich hoffe, der klaut mir jetzt nicht die Semmel. Der ist nämlich auch immer so brötchenverrückt. Wenn der Adi Semmel sieht oder wittert, da dreht er immer vollkommen durch. Eigentlich wollte ich ihn ja aussperren, aber meine Schlafzimmertür geht nicht zu. Richtiger Assi-Lifestyle-Leben. Deswegen muss er jetzt hier beim Test dabei sein. Die Chili con Carne. Obwohl, was wird schärfer sein? Jalapeno oder Chili con Carne? Ich tippe mal auf Jalapeno. Deswegen machen wir zuerst mal die Chili con Carne auf und gucken uns die an. Der Adi klaut so lange die andere Packung. Ungelogen, ne? Guck, der klaut die Packung. Zack. Und da liegt sie schon unten. Da hat er sie schon gerippt, Adi. Rip, Adi, Bruder. Was geht ab? Wir lassen den mal da unten machen. Der weiß sicherlich, was er macht.
Nee, weiß er nicht. Komisch, heute knurrt er gar nicht, sonst knurrt er immer und dreht total durch. Deswegen lege ich die jetzt einfach mal hier drunter. Und wir machen zuerst also die Chili con Carne auf, weil ich mir denke, dass Chili con Carne nicht so scharf ist wie die andere. So, die wird jetzt hier schön aufgezogen. Wie ihr seht, könnt ihr hier, ach, alles runtergefallen, könnt ihr hier die ganze Ladung rausnehmen. Salami mit Chili con Carne Würzung. Das legen wir natürlich jetzt auf den Semmel, klappen das auch wieder zu, die ganze Packung zusammen und probieren das. Das ist also das erste, das Frühstück heute für mich, ne? Also ich muss sagen, in erster Linie schmecke ich eigentlich wirklich nur die Salami. Ein kleines Kribbeln macht sich am Gaumen breit, aber so richtig andere Zutaten heraus schmecke ich eigentlich nicht. Nach Chili con Carne würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also für eine Salami ist das trotzdem aber eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie dick macht ihr die Salami bei euch? Aufs Brötchen legt ihr da mal ein, zwei Scheiben drauf. Oder wie der Ramses immer die ganze Packung. Schmeckt auf jeden Fall interessant. Für ein Mittagessen, für zwischendurch, wenn du mal Pause hast oder so. Und dann musst du mal schnell irgendwas auf die Hand, Brötchen auf, zack, ganze Salami drauf, die ganze Packung. Ist das okay, aber gibt es wahrscheinlich auch günstiger. Ich glaube, da reicht auch normale Salami. Da habt ihr jetzt nicht so den großen Unterschied. Ein bisschen Schärfe ist da, aber nicht so sehr. Da würde ich mir mehr wünschen, wie bei der Extreme Hot Salami. Da hat einem die ganze Fresse gebrannt. Das war richtig genial. Aber es kann ja nicht alles gleich sein. Das essen wir gleich noch fertig. Dann gucken wir uns die anderen noch an. Und ja, dann geht es natürlich weiter. So, also ich muss sagen, je weiter ich gegessen habe, desto mehr hat sich der Geschmack verändert. Ich meine, Bohnen und Mais sind jetzt nicht die krassesten Geschmacksträger. Trotzdem hat man dann gemerkt, dass das keine normale Salami ist. Deswegen probiert es selber mal aus, wenn ihr die seht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Das sind natürlich nützliche Tipps. Kauft euch das. Ich weiß nicht wo. Hey! Aber auf jeden Fall interessant. Wenn ihr was seht, immer testen, immer was Neues probieren. Man lebt nur einmal, sage ich immer. Jetzt kommen wir aber zur nächsten. Wir haben ja noch die Jalapeno Salami übrig. Und die hauen wir uns jetzt auch mal drauf. Theoretisch ist die Packung ja schon auf. Wir machen trotzdem mal hier. Zack. Ihr seht, die ist schön feuerrot auf jeden Fall. Dann nehmen wir auch wieder die ganze raus. Hat halt nicht so große Stücken wie die andere. Aber ihr seht da schon kleine rote Aspekte, die da durchschimmern. Und die hauen wir uns jetzt hier auf den Semmel. Das zweite davon. Gönnen uns die. Und da denke ich mal, die wird sicherlich schärfer sein als die andere, wenn mich mein Verstand nicht trübt. Wir probieren mal. Wir nehmen die Seite, da ist nämlich am meisten drauf. Da habe ich jetzt eigentlich gar keine Schärfe geschmeckt, überhaupt nicht. Also so habe ich mich getäuscht. Ich dachte wirklich, Chili con Carne ist okay und Jalapeno setzt nochmal einen drauf. Bei Jalapeno merke ich aber noch weniger. Also ist Chili con Carne trotzdem die schärfere Variante der beiden. Kann natürlich aber nicht mit anderen scharfen Salamis mithalten. Trotzdem so als Gag, als zum Probieren mal was anderes, statt einer normalen Salami, kann man sich das trotzdem gönnen. Als Salami-Geschmack ist sie nämlich trotzdem genial. Frisches Brötchen dazu, das geht immer auf jeden Fall. Und jetzt nach dem zweiten großen Bissen merke ich trotzdem, dass sich da eine Schärfe breit macht im Gaumen. Es ist also im Rachen, im Mund, in der Mundhöhle, im Rachenbereich, überall auf jeden Fall. Es ist also die Masse, die es macht. Man kann gar nicht vom ersten Bissen alles abchecken. Ja, jetzt kommt es durch, glaube ich. Ich denke, also die ist doch schärfer. Die Jalapeno ist doch schärfer als die Chili con Carne. Deshalb nehmen wir nochmal einen geherzten Biss. Wie sagt man denn das? Einen herzhaften Biss. Muss man nur Brötchen. Also Fazit nochmal, ist okay. Kann man essen. Hat ein bisschen Schärfe und so. Kommt trotzdem nicht an die Extreme Hot Salami ran.
Aber sieht auf jeden Fall gut aus. So ein Doppelpack kann man gemütlich essen nebenbei. Ist auch mal was anderes. Salami mit Jalapenos, mild geräuchert und Salami mit Chili con Carne Würzung. Kann ich empfehlen. Weiß ich nicht mehr, wo es her ist. Aber wenn ihr die seht, probiert die mal. Oder wenn ihr was anderes seht, schreibt es mal in die Kommentare. Esst ihr gerne Salami, schön frischen Semmel dazu. Das Beste, was man machen kann. Das war es aber trotzdem von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und sagt mal, wie euch das neue Setting gefällt. Ist das besser? Kann man die Speisen besser erkennen? Kommt da das Essen besser zur Geltung? Dann werde ich jetzt immer so kleine Tests und alles, was ich habe, hier aufnehmen, anstatt in der Küche, weil da die Belichtung eben nicht so passt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.